Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Serengeti Park und wie ihr eventuell seht, sind hier Achterbahnschienen. Und was es damit auf sich hat, klären wir mit Jörg Kraft vom Serengeti Park. Stell dich mal kurz vor, wer du hier bist, was du hier machst. Ja, also ich bin Jörg Kraft, ich bin Bereichsleiter für den Freizeitpark, also für das ganze operative Geschäft zuständig und natürlich auch fürs Entertainment. Und dann natürlich Gärtner kommen noch dazu, Pförtner und noch viele ganz kleine andere Sachen. Ja, und jetzt sind wir hier bei den Schienen. Die sollte eigentlich schon laufen, die Achterbahn. Jetzt stehen wir hier und sie liegen noch. Ja, Grund dafür ist, dass wir Lieferschwierigkeiten bei der Elektrik hatten. Mhm. Also wir könnten die Bahn eigentlich schon aufgebaut haben. Die Elektrik ist nicht lieferbar. Die kommt erst im Dezember. Ja. Und wir hätten jetzt schon anfangen können, aber wollten das den Gästen nicht zumuten, weil wir hinten ja schon eine große Baustelle haben. Und wenn wir jetzt dann auch in der Saison schon angefangen hätten, hätte es keinen Sinn gemacht, dann hätte die Bahn jetzt hier im September gestanden. Die Gäste hätten davor gestanden, hätten gefragt, warum fährt sie nicht. Ne? Ja. So liegt sie jetzt hier. Ja, und es geht jetzt aber, sobald die Saison zu Ende ist, fangen wir dann auch mit den Fundamentarbeiten an und im Dezember bauen wir dann auch auf. Ich bin dumm. Wo kommt die Bahn im Park hin? Das habe ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Okay, der Condor, ja. Der hat uns ja verlassen, der ist weg, der steht nicht mehr im Park. Ich sollte auf jeden Fall einen Kanal über Freizeitparks machen. Ich bin, glaube ich, der richtige Mann dafür. Nee, Condor ist weg. Und auf die Fläche, wo der Condor stand, da ist ja auch noch eine große Wiese davor. Da wird die Bahn aufgebaut. Das passt alles da drauf? Ja. Was ist das überhaupt für eine Bahn? Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Hier liegen Achterbahnschienen. Ja. Die sind verdammt groß. Ja. Ist eine Weltneuheit. Gibt es so auf der ganzen Welt noch nicht tatsächlich. Wie soll man das beschreiben? Ein interaktiver Inverted Powered Coaster vielleicht. Interaktion passiert tatsächlich mit Flügeln, die an den Gondeln dran sind. Man kann ich die bewegen und mit der Windkraft kann ich mich überschlagen. Wir haben in den Gondeln selbst halt auch noch einen kleinen Motor eingebaut, der das Ganze auch unterstützt, beziehungsweise auch für jüngere Besucher bremst. Also somit haben wir dann halt eine größere Flexibilität der Altersstruktur, die die Bahn benutzen können. Die Bahn baut RES aus der Schweiz, hat eine Länge von 400 Metern und mit einem Verschiebegleis. Und was bleibt noch zu sagen? Die 400 Meter habe ich schon gesagt. Powered Coaster, Weltneuheit. Ja. Wahnsinn. Cooles Ding. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oder bin schon hyped, je nachdem, was ihr gerade seht. Dreigutschiene kann man vielleicht noch dazu sagen. Und was ich spannend finde, das sieht man da jetzt gerade. Ich mache euch, glaube ich, noch von der Aufnahme, dass da halt auch schon eine Stromschiene dran ist. Ich wusste auch nicht, dass das powered wird. Das finde ich auch spannend. Und wie groß und massiv das halt ist. Also wenn man sich auch die Stützen anguckt. Also um das nochmal deutlich zu machen mit der Stütze. Das ist die Stütze, die ich meinte, die so riesig und massiv ist. Und die ist größer als ich. Also die ist ein bisschen höher, aber das ist schon viel. Also wir haben es in einer Videoanimation gesehen. Also es sieht sehr cool aus, weil es sehr massiv da steht, daherkommt. Und es passt tatsächlich auf den Platz. Ich habe auch überlegt, wenn ich da vorbeigehe, wie soll das Ding dahin passen? Mhm. Aber es passt tatsächlich und teilweise gehen die Schienen auch über diese Tiere der Zukunft. Wir haben ja noch so eine Walkthrough-Attraktion, Tiere der Zukunft. Und da geht die Bahn auch noch drüber. Ne? Ich bin echt gespannt. Wir sind natürlich auch total stolz darauf, hier so eine Weltneuheit stehen zu haben, ne? Die noch keiner hat. Was waren die Beweggründe dafür, so eine Art Achterbahn sich in den Park zu holen? Weil also Weltneuheit, Prototyp natürlich immer mit Risiken verbunden. Mhm. Ja, man hat den Aufhänger, aber das ist ja auch eine sehr spezielle Art von Achterbahn. Tatsächlich, da hast du sogar recht. Aber es ist so, der Serengeti Park ist ja bekannt für innovative Fahrgeschäfte, Fahrattraktionen. Also wir haben natürlich auch ein paar Sachen, die man in anderen Parks auch sieht, aber wir haben auch Attraktionen, die findet man in keinem anderen Park. Und für uns oder unser Anspruch war halt, dass wenn wir eine neue Bahn bauen, dann bauen wir eine, die es so noch nicht gibt. Und das ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Da gehört auch eine gewisse Portion Mut dazu, sich so ein Prototyp hier hinzustellen. Aber für uns war es auf jeden Fall wichtig, was ganz Neues zu haben, weil dafür steht der Serengeti Park und es ist was ganz Innovatives und ich finde, es passt gut hier rein. Was man euch vielleicht hier noch zeigen könnte, Schienenfarbe, ich mag die Farbe auf jeden Fall schon mal. Und du hast hier schon, die Grundierung ist freigelassen
für die Räder, die später über die Bahn fahren, damit du nicht sowieso den Lack wieder runterholst und dann den ganzen Lack auf dem Gummi der Räder hast. Deswegen sieht das hier so schon aus, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die wahrscheinlich so oder so in den Kommentaren kommen würde. Ja, auch noch witzig wäre zu erzählen, ist, dass als die Stützen angeliefert worden sind, da hat unser Geschäftsführer Dr. Fabrizio Sepe gesagt, nee, die sind zu grün, gefällt mir nicht so. Also malen wir da noch mal ein bisschen Deko drauf. Und dann gehen die Schienen jetzt so nach und nach in unsere Werkstatt, unsere Lackierer, die, wie ihr sehen könnt, einige sind ja schon lackiert. Das haben wir natürlich auch vorher einmal so eine Grafik erstellt. Das machen wir jetzt noch selber, ne, dass wir jetzt so ein bisschen die Schienen ein bisschen nachbraschen bzw. nachpinseln. Die Stützen, genau. Schienen bleiben so. Ja, und das sieht natürlich dann ein bisschen schöner aus, anstatt jetzt nur so eine grüne Schiene da zu haben. Ne? Ich habe, glaube ich, auch eine Stütze auf dem Weg hierhin auf dem Anhänger hinten gesehen. Genau, die werden so nach und nach, wenn sie jetzt hier immer vom Platz genommen, gehen in die Werkstatt. Warum liegt denn so random da hinten auf dem Anhänger eine Stütze rum? Ja, ja, was ist los hier? So nach und nach, wir sind noch ein paar da, ne? Die sind noch nicht, einige sind schon fertig. Ne? Und ja, so nach und nach holen wir die dann rein und dann werden die ein bisschen nachlackiert oder ein bisschen aufgehübscht sozusagen. Zum Abschluss vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Du hast gesagt, ihr habt eine Baustelle gerade schon im Park und wollt nicht zwei Baustellen gleichzeitig haben. Mhm. Was ist denn das für eine Baustelle, für die sich jetzt fragen? Was? Oder so Leute wie ich, die wieder mal keine Ahnung. Ja, also wir sehen halt jetzt in den letzten Jahren, dass die Anfrage an Übernachtungen deutlich zugenommen hat bei uns. Wir sind eigentlich im Sommer so gut wie immer ausgebucht. Und dann haben wir uns jetzt entschieden, also da müssen wir definitiv Kapazitäten schaffen und bauen jetzt gerade neue Lodges, Zeltlodges, 100 Stück. Das sind nochmal ungefähr 700 Betten zusätzlich. Auf eine riesengroße Fläche, direkt hinter der Abenteuersafari. Die Zeltlodges sind alle super komfortabel ausgestattet mit Fußbodenheizung, Küche ist drin. Wir werden einen Supermarkt dort haben, der völlig autark funktioniert, wo die Gäste dann einkaufen können und abends dann in den Lodges kochen können. Können natürlich auch dann die Restaurants benutzen, weil es wird auch immer wieder gefragt, wir wollen es selber versorgen, wir wollen selber was kochen. Da haben wir gesagt, okay, dann gehen wir den Schritt, ich hoffe, dass nichts abfackelt, dass sie sich dann selber was kochen können in den Lodges. Ist auch wieder eine Rieseninvestition, die wir hier tätigen. Wir sind dann letztendlich der größte Bettenanbieter in der Lüneburger Heide hier und die Nachfrage ist da, also haben wir gesagt, machen wir das. Super, vielen Dank für den spannenden Einblick. Sehr gerne. So Freunde, ab geht's hier, Schuppen dicht und dann wollen wir los hier. Ready. Kleiner Wechsel, Freunde, erstmal nach oben mit euch. Ganz entspannt.